Was ist los 2022 mit den Pelletpreisen und der Pelletverfügbarkeit? Diesen Fragen möchten wir hier im Video auf den Grund gehen. Mein Name ist Sebastian Thumm, Pelletprofi und Inhaber der Firma Thumm Heizung Sanitär. Heute hier mit Herrn Weining von der Bioenergieagentur aus Wendlingen. Herr Weining, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Weining, wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, miteinander ein Video zu drehen. Das Thema war, werden Pellets knapp damals? Heute sind wir hier wieder, weil die Frage kam auf, lagen wir völlig daneben damals in dem Video? Nach wie vor werden Pellets nicht knapp auf mittelfristige Zeit gesehen. Wir haben einige Sondereffekte, globale Sondereffekte. Wir hatten letztes Jahr im September, Oktober viel Ablauf von Rohstoff nach Amerika und China. Es war sogar in der allgemeinen Presse, es hat sogar in die Tagesschau Einzug gefunden, dass eben sehr viel Holz ins Ausland ging. Wir erinnern uns an die Bilder der großen deutschen Häfen, als Holz exportiert wurde. Dadurch ist natürlich der Preis für Holz massiv gestiegen, wenn zwei große globale Player eben jeden Preis dafür bereit sind zu bezahlen. Volkswirtschaftlich hat sich dann Folgendes ergeben, dass eben die Nachfrage in Deutschland und Europa nach Holz zurückgegangen ist aufgrund der hohen Preise. Die Sägewerke haben teilweise Stornierungen gehabt von Rohmaterial, haben On-Hold-Aufträge gehabt, die dann nicht ausgeführt wurden zu dem Preis. Und dadurch stand weniger Rohstoff, weniger Span für die Pellets zur Verfügung. Was natürlich dementsprechend auch den Preis getrieben hat, weil der Span nicht nur von der Pelletbranche benötigt wird, sondern auch von der Papier- und Spanplattenindustrie. Und damit sind die Preise zunächst einmal massiv gestiegen. Dieser Preisanstieg hat auch dazu geführt, dass viele Leute ihre Pellets nicht mehr bestellt haben, weil die Hoffnung war, sie werden wieder günstiger. Und das kam dann später in einem großen Nachfrageblock zustande. Und diese Nachfrage war schlichtweg zu groß, um kurzfristig bedient zu werden. Es kam zu langen Lieferzeiten. Pellets waren aber stets verfügbar, eben in geringeren Mengen und zu höheren Preisen. Preisen ist genau das Stichwort. Der heutige Preis ist ja bekannt für die Pellet aktuell. Es lohnt ja oftmals auch einen Blick in die Vergangenheit. Wie entwickeln sich praktisch die Preise der Pellets generell? Also wir werden einen gewissen Preisanstieg, den wir zwar Ende 2021, 2022 hatten, nicht mehr rückgängig machen können. Die jetzigen Preise, die momentan im Januar 2022 verlangt und gezahlt werden, haben allerdings mit der Realität nichts zu tun. Es kommt hier zu einer Überziehung des Marktes, wie wir es auch aus vielen anderen Bereichen, von vielen anderen Produkten kennen. Ich erinnere mich vor 2 Jahren in der Corona-Krise an das Klopapier. Mhm. Auch hier gab es eine Überziehung. Und diese Überziehung wird sicherlich rückgängig sein. Wir rechnen mit normaleren Preisen ab Frühjahr 2022, wenn eben dieser Pfropfen, der hier auf der Flasche war, einfach wieder wegfällt, wenn die Hersteller wieder produzieren, wenn der Span wieder anfällt, wenn es nicht sofort benötigt wird, wenn die Herstellersilos wieder voll sind, wenn dann wieder der Abfluss über Händler und Kunden erfolgen muss, damit die Produktion weiterlaufen kann. Gewisse Kosten werden wir nicht mehr wegbekommen. Da handelt es sich vor allem um die Energiepreise, die hier eine große Rolle spielen, aber auch Dieselpreise oder die Mautänderungen, die immer wieder in der Logistik stattfinden. Auch das sind Tatsachen, die dieses Jahr gerechnet, prognostiziert, mit 23 Euro pro Tonne zu Buche schlagen werden, die wir also auch im Gegensatz zur Vergangenheit nicht mehr wegbekommen werden. Die letzten 12 Jahre war der Pelletpreis aber immer stabil. Es gab keine Schwankungen, es gab nur geringe Differenzen zwischen Winter- und Sommerpreisen. Wir haben hier geredet von 30, 40 Euro pro Tonne, die Differenz vom Winter zum Sommerpreis war. Das werden wir auch zukünftig wieder haben, aber auf einem höheren Preisniveau, das circa 10-15% höher ist als in der Vergangenheit aufgrund externer Faktoren. Ich kann mich auch gut daran erinnern, der Pelletpreis war im Grunde eigentlich immer eine stabile Geschichte die letzten Jahre, hat sich nicht sehr in die Höhe entwickelt, immer eine starke, gute Seitwärtsbewegung und wenig Spitzen, eigentlich auch wenig volatil, nicht so volatil wie das Öl, definitiv. Und deshalb kam auch die Frage, natürlich, Sie haben es schon fast beantwortet, warum schwankt der Pelletpreis übers Jahr so stark? Die Frage kam auch schon auf.
das, die Frage wage ich so nicht zu beantworten, weil der Pelletpreis über das Jahr nicht so stark schwankt. Wir haben jetzt einmal durch Sonderfaktoren eine starke Preissteigerung, eine Überziehung des Marktes, was eher ein psychologischer Effekt ist, als der Realität entspricht. Der Markt ist überzogen momentan. Der Markt wird sicherlich wieder auf ein reales Niveau zurückfinden. Wie hoch das reale Niveau sein wird, ist sicherlich heute ein Blick in die Glaskugel. Wir geben vielleicht später noch eine Prognose ab, ne, wo es sich hinentwickeln könnte. Schauen wir mal. Ja, jetzt muss man mal vielleicht, wie sagt man, das Kind beim Namen nennen. Wie viel ist der Pelletpreis im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich gestiegen, also in Zahlen ausgedrückt? Vergleich zum Vorjahr hatten wir die lose Ware bei rund 200 Euro, die Palettenware bei 240 Euro, konstant im Zeitraum Mai bis August 2021. Aufgrund der nicht bedachten Sondereffekte durch den Verkauf unserer Hölzer ins Ausland, alle Folgeeffekte, die in einer Volkswirtschaft entstehen, ist momentan der Pelletpreis beispielsweise für 3 Tonnen lose Ware bei 390 Euro. Für die Sackware ist er bereits über 400 Euro gestiegen. Das heißt, wir haben deutlich über 50% Preisanstieg, der allerdings nach meiner Einschätzung nur temporär ist. Wir werden langfristig zwischen 10% und 20% Preisanstieg behalten. So ist momentan die Prognose der Marktteilnehmer. Okay, vielen Dank. Ja, die nächste Frage, die uns erreicht hat oder mich auch oft erreicht, werden die Pellets auch wieder günstiger? Was raten Sie jetzt den Zuschauern, was raten Sie jetzt den Leuten, die einfach eine Pelletheizung aktuell daheim haben und überlegen, wann kaufe ich ein, was kaufe ich ein? Die günstigste Situation wird wieder sein im Frühjahr, Sommer, die schlichtweg damit zu tun hat, die Nachfrage nach Holzrohstoffen, nach Brettern, nach Gartenholz steigt an. Die Späne stehen ausreichend zur Verfügung. Der Hersteller kann produzieren. Erst füllt natürlich der Hersteller seine Silos, seine Lager, dann füllt er die Händlerlager, dann die Kundenlager. Also es wird wieder wie in jedem Jahr seit 12, 13, 15 Jahren wird es wieder die klassische Sommeraktion geben ab Mai, Juni, wenn eben kein Brennstoff mehr benötigt wird, wenn der Vorlauf bei den Herstellern, bei den Spänen da ist. Momentan erleben wir sehr viel Anfragen nach 6 Tonnen, 8 Tonnen, diese Hamsterkäufe oder dieser Versuch der Hamsterkäufe, jetzt im Winter was zu bekommen. Ich sehe das als nicht realistisch an. Momentan rate ich allen meinen Kunden, die geringste ökonomische Menge zu kaufen. Was sich marktüblich eingebürgert hat, sind 3 Tonnen. Und mit diesen 3 Tonnen zu versuchen, bis zum Mai zu kommen. Alternativ bei einem Mehrbedarf natürlich nur die Menge einzukaufen und zu bestellen, die bis in den Frühsommer benötigt wird, um dann wirklich wieder die erwarteten realistischen Preise mitzunehmen, um das Lager wieder zu füllen. Okay. Bei den Recherchen rund um das Thema Pelletverfügbarkeit und Pelletpreise ist mir persönlich aufgefallen, dass das Thema viel komplexer ist, als man annimmt und dass auch sehr viele Dinge darauf einwirken. Zum Beispiel auch die KfW-Mittel. Die Förderung der KfW-Mittel wurde ja jetzt reduziert. Das hat auch eine Auswirkung auf den Pelletpreis. Das hat indirekte Auswirkungen, während alle Marktteilnehmer noch Anfang Januar davon ausgegangen sind, dass der Pelletpreis bereits im April, Mai deutlich sinkt, weil eben durch Neubauaktivitäten sehr viel Rohstoffe zur Verfügung stehen, erleben wir jetzt aktuell, dass durch die Ankündigung der Einstellung der KfW-Förderung bereits wieder Stornos bei den Rohstoffherstellern, bei der Säge- und Hobelindustrie stattfinden, dass Aufträge nicht aktiviert werden, bestehende Aufträge nicht aktiviert werden. Das heißt, die Normalisierung des Preises wird sich durch so ein kleines Detail wie der Stopp der KfW-Förderung, die sicherlich nicht jeden Menschen betrifft, sondern nur einen ganz kleinen Teil, aber wird sich massiv nach hinten hinausziehen. Und das sind eben diese Unkalkulierbarkeiten, wie im vergangenen Jahr dieser Verkauf ans Ausland unserer Holzrohstoffe. Auch hier hat volkswirtschaftlich niemand bedacht, was passiert. Man war glücklich, diese Hölzer ins Ausland zu verkaufen. Die Rohstoffindustrie hat sehr viel Marge generiert, aber nicht dran gedacht, dass das ein Effekt ist, was ich vorne mehr einnehme, verliere ich hinten wieder. Und das sind eben lauter Faktoren, wo sich die Wirtschaft jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo man sehr kurzfristig denkt, eben nicht damit beschäftigt. Es fehlt irgendwo der Gedanke daran, was für kleine Stellfaktoren haben sehr große Auswirkungen. Mhm. Was hat denn noch eine Auswirkung auf den Preis, beziehungsweise anders gefragt, wie kommen regionale preisliche Unterschiede zustande?
Die regionalen preislichen Unterschiede in Deutschland zwischen zum Beispiel West- und Ostdeutschland besteht sicherlich im Gehaltsniveau und in den Transportkosten von Pellets bei der Pelletproduktion und beim Pellettransport. Während wir in Ostdeutschland eine große Konkurrenz und auch viele Importe aus den osteuropäischen Ländern bis hin zu Russland verzeichnen können, haben wir in Westdeutschland durch die Transportkosten zu uns eben mit den höheren Löhnen zu kämpfen. Deswegen wird auch in Südwestdeutschland die Ware immer teurer sein als in Ostdeutschland. Der Wettbewerb ist schlichtweg nicht so stark durch die osteuropäischen Länder. Vielen Dank bis hierhin, Herr Weining. Es ist das so, dass man Brennstoffe oft vergleicht. Natürlich, man schaut jetzt, wo sind die Pellets, wie entwickelt sich Öl und Gas. Wie sehen Sie das? Wie hängt die Entwicklung der fossilen Energiepreise Gas und Öl mit Pellets zusammen? Prinzipiell nach wie vor eigentlich überhaupt nicht. Der Pelletmarkt ist aufgrund der Regionalität, der Nationalität, der Regionalität komplett unabhängig von internationalen Spekulationen. Wir haben allein in Baden-Württemberg 6 unabhängige Werke, die Pellets produzieren. Die indirekte Abhängigkeit vom Öl besteht natürlich speziell durch den Dieselpreis, der sicherlich prozentual in der Lieferkette von Pellets zu Buche schlägt, aber eben nicht nennenswert oder überzogen. Es ist auch so, viele Menschen vermuten gerade, das Öl, das Gas wird teuer, damit muss auch der Pelletpreis steigen. Also ich möchte hier nochmal betonen, der Pelletpreis ist von internationalen Märkten komplett unabhängig. Es ist wirklich... Es sind Sonderfaktoren, wie eben letztes Jahr der Verkauf unserer Hölzer ans Ausland. Es sind Sonderfaktoren, wie jetzt die Einstellung der KfW-Förderung, die hier volkswirtschaftlich eine Rolle spielen. Aber wir sind unabhängig. Zur Abhängigkeit oder zur Vergleichbarkeit mit Öl und Gas muss man sagen, wenn man auf die Internetseiten des Deutschen Energie-, Holz- und Pelletsverbands und des Deutschen Pellet-Institutes geht, wir haben mit Pellets nach wie vor einen deutlichen Vorteil von über 20% im Vergleich zum Preis von Öl und Gas, wenn man eben das Ganze auf die Kilowattstunde sieht. Natürlich schockt uns alle erstmal der Preis, sowohl für Öl und Gas als auch für Pellets, aber die Preisentwicklung von Pellets ist im Prinzip vollkommen unabhängig von der Öl- und Gaspreisentwicklung an internationalen Spekulationsmärkten. Ich denke, das ist wichtig zu wissen, dass hier die Unabhängigkeit immer noch da ist und dass die gewahrt wird. Zum Abschluss, Herr Weining, wie geht's Ihnen mit dieser aktuellen Situation? Wie geht's Ihnen mit dem Betrieb, Sie als Unternehmer? Wie agieren Sie jetzt in Zukunft? Also wir beschäftigen uns natürlich mit den Auswirkungen. Es ist nicht so, dass wir momentan glücklich sind. Wir sehen allerdings nach wie vor eine große Zukunft im Pellet-Bereich. Wir kämpfen momentan auch mit eben weniger Verfügbarkeit, mit hohen Preisen, mit nicht verärgerten, aber teilweise enttäuschten Kunden. Wir haben Fragen beispielsweise, war es richtig, in den letzten Jahren in eine Pelletheizung zu investieren? Die können wir nur mit Ja beantworten, weil es ist die Unabhängigkeit von internationalen Märkten, die wir jetzt auch gerade wieder extrem im Gasbereich sehen. Es wird auch wieder, die Situation wird sich verbessern, aber diese schwierige Zeit muss man überstehen und man hat natürlich auch die Hoffnung, dass einige Akteure am Markt, die nicht unbedingt betriebswirtschaftlich agieren und denen schlichtweg der Background, die Mittel fehlen, dass diese vom Markt verschwinden, sodass der Markt allgemein gesünder wachsen kann. Wagen Sie es, eine Prognose abzugeben, wo der Pelletpreis sein wird? Sagen wir mal im Frühjahr. Also eine Prognose auf den Euro ist sicherlich schwer möglich, zumal hier auch wieder eine Wetterentwicklung eine Rolle spielt, eine Verfügbarkeit von Spänen, wie wir es vorher auch bereits gehabt haben, viele kleine Faktoren. Meine Prognose ist aber auf jeden Fall aufgrund der Faktoren, die wir heute schon kennen, dass wir im Vergleich zu den Vorjahren sicherlich mit einer Preissteigerung von 10-20% rechnen müssen, was auch im gesamtwirtschaftlichen Kontext sicherlich reell ist. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Herr Weining, haben Sie als Händler noch einen guten Tipp für die Kunden? Also wir sehen momentan, dass wir deutlich mehr Anfragen bekommen von Nichtkunden, von Neukunden, wo wir uns sehr schwer tun. Wir disponieren Ware für unsere Stammkunden, sowohl im Lose-Ware-Bereich als auch im Sackware-Bereich, weil wir unseren Markt einschätzen, weil wir unsere Kunden kennen. Und wir zum Beispiel haben, wie viele andere unserer Kollegen, aktuell gar keine Möglichkeit, neue Kunden zu bedienen, weil diese überhaupt nicht in unseren kalkulierten Mengen sind.
Hier sehen wir auch dieses Price-Hopping, dass das auch beim Strom ja stattgefunden hat, wo jetzt reihenweise Stromverträge gekündigt werden, weil der billigste Preis nicht immer der beste ist. Wer einen Stammkunden bzw. einen Stammlieferanten hatte als Pelletheizer, der ist natürlich momentan in der Kalkulation drin. Unabhängig vom Preis wird er Ware geliefert bekommen. Bei uns in der Firma ist es momentan so, dass ich Neuinteressenten leider darauf hinweisen muss, dass ich sie nicht bedienen kann aufgrund der disponierten Mengen, die ich für meine Stammkunden eingeschätzt habe, wo sicherlich auch ein kleines Wachstum enthalten war aufgrund der üblichen Erfahrung am Markt. Aber momentan tun sich Kunden, die immer nur nach dem Preis geschaut haben, in der Vergangenheit schwer, weil sie sind bei keinem Händler bekannt und sie sind bei keinem Händler kalkuliert. Also es lohnt sich hier, die Treue zu halten, ja, seinem definitiv. Händler. Herr Weining, wie verhält es sich denn mit Leuten, die Erstbefüller sind? Das heißt, die eine neue Pelletanlage bekommen haben, zum ersten Mal ihren Bunker füllen möchten. Hier sehen wir die Situation natürlich anders als bei den Price-Hoppern. Neukunden werden immer gerne bedient. Sie sollen ja zukünftige Stammkunden werden. Hier ist es ganz wichtig eben, dass der Fachhandwerker, der die Pelletheizung installiert, die entsprechenden Kontakte pflegt und auch glaubhaft macht, dass es sich um Erstbefüller handelt. Insofern wird ein Erstbefüller nie die Probleme haben, die jemand hat, der seine Heizung schon lange hat und eben immer nur nach dem Preis geschaut hat. Hier ist ja auch die Qualität ganz wichtig der Pellets, dass einfach das Vertrauen in die Qualität da ist, was ja gerade nach der Installation auch wichtig ist, dass die Heizung problemlos läuft, dass man nicht immer den günstigsten Preis nimmt. Das ist richtig. Diese Erfahrung kann ich teilen und bisher hat jeder Erstbefüller seine Pellets bekommen. Also dafür sorgen wir auf jeden Fall. Herr Weining, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die vielen tollen Informationen. Ich hoffe, wir konnten hier vermitteln, dass Pellets nach wie vor in Zukunft ein guter Energieträger ist. Wir beide vertrauen in den Energieträger Pellets und setzen darauf und haben im Prinzip, teile ich auch mit Ihnen, den positiven Ausblick in die Zukunft, dass der Preis sich wieder auf ein normales Niveau regulieren wird. Und genau, also herzlichen Dank, Herr Weining. Danke Ihnen. Gerne. Das waren unsere Informationen zum Thema Pelletpreise, Pelletverfügbarkeit zu Jahresbeginn 2022. Haben Sie Fragen, kommentieren Sie es gerne oder buchen einen Termin für ein Webinar. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.